Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Freitagnachmittag gegen 15 Uhr auf der K1250 bei Ochsenwang. Ein von Schopfloch in Richtung Ochsenwang fahrender 19-jähriger Lenker eines Hyundai geriet dabei kurz vor Ochsenwang in einer Rechtskurve auf der regennassen Straße auf die Fahrspur des Gegenverkehrs. Dort kollidierte er frontal mit der Mercedes A-Klasse, einer 48 Jahre alten Frau. Durch den Aufprall wurden die Autos derart deformiert, dass der Unfallverursacher selbst sowie einer der beiden Mitfahrer im anderen PKW in den Fahrzeugen eingeschlossen wurden. Der Einsatzleiter der Feuerwehr Lenningen, Ralf Kechele, schilderte uns die Vorgehensweise beim Unfall. Es war eine Person eingeklemmt. Die haben wir in Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst befreit. Wir werden jetzt nur aufräumen und die Fahrzeuge im Abschlepper übergeben und dann war es das für uns. Die Feuerwehren Lenningen und Weilheim rückten daher mit 23 Einsatzkräften und 4 Fahrzeugen an die Unfallstelle aus. Michael Haag, Einsatzleiter Rettungsdienst, erklärte uns den Einsatz. Auf einer Landesstraße zwischen Schopfloch und Ochsenwang hat es hier einen Verkehrsunfall gegeben mit 2 schwer und 2 leicht verletzten Patienten, die wir jetzt in unterschiedliche Krankenhäuser, je nach Erfordernis, aufgrund der Verletzungen transportieren lassen. Wir hatten hier 2 NEFs, also 2 Notärzte und 4 Rettungswagen vor Ort, die sich um die Verletzten gekümmert haben. An den Autos entstanden jeweils Totalschäden in Höhe von insgesamt 20.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten war die Kreisstraße 1250 bis gegen 17 Uhr voll gesperrt.